Hallo, heute werde ich gefüllte Paprika zubereiten mit einer leckeren Hackfleisch-Reisfüllung. Für die Zubereitung benötigt man ca. 8 Stück Paprika. Es handelt sich hierbei um Paprika, die sich besonders gut für dieses Gericht eignen. Und zwar sind sie etwas kleiner als die normalen Paprika und haben auch ein dünneres Fruchtfleisch. Diese Sorte bekommt man in türkisch-arabischen Supermärkten. Dann brauchen wir außerdem noch 250 Gramm Hackfleisch, 200 Gramm Reis, ca. 4 Tomaten, 3 davon werde ich dabei für die Füllung verwenden und die letzte Tomate zum Verschließen der Paprika. Weiterhin benötigen wir 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, nach Geschmack auch etwas weniger, 2 Esslöffel Tomatenmark und zum Würzen Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Chili. Später zum Kochen der gefüllten Paprika werden außerdem noch benötigt etwa 750 ml Wasser, 2 Esslöffel Paprikamark und 1 Teelöffel Salz. Die Wassermenge richtet sich übrigens an die Paprikagröße. Das Wasser sollte auf jeden Fall ausreichend sein, um die Paprika etwas mehr als zur Hälfte zu bedecken. Zunächst fange ich damit an, das Gemüse und die Kräuter für die Füllung klein zu schneiden. Das heißt, die Zwiebeln und der Knoblauch werden hierfür erst einmal geschält und fein gehackt. Danach schäle ich die Tomaten mit einem Sparschäler und schneide sie ebenfalls klein. Anschließend kümmere ich mich um die Petersilie, die ich ebenfalls fein hacke. In eine große Pfanne gebe ich etwa 2 Esslöffel Öl hinein und brate darin das Hackfleisch gut an. Die Fleischfüllung wird meist auch etwas anders zubereitet, und zwar machen das viele so, dass sie die Zutaten nach dem Kleinschneiden gleich mit dem Hackfleisch und dem Reis vermischen und die Paprika dann direkt damit befüllen. Ich allerdings brate das Hackfleisch lieber gerne vorher an, weil ich den Geschmack von direkt gekochtem oder gedämpftem Hackfleisch einfach nicht mag. Das ist aber Geschmackssache und jedem selber überlassen, wie man es macht. Nachdem das Hackfleisch angebraten wurde, kommen bei mir die Zwiebeln hinein und werden zusammen weiter angebraten. Dann gebe ich den Knoblauch dazu und nach einigen Minuten auch das Tomatenmark und brate weiterhin alles gut an. Das Ganze lösche ich dann mit den Tomaten ab und erhitze die Mischung weiter. Zum Schluss mische ich die Gewürze hinein und gebe den Reis sowie die Petersilie dazu. Die Füllung wird so zur Seite gestellt, damit sie leicht abkühlen kann. Während die Füllung abkühlt, bereite ich die Paprika vor. Dazu drücke ich den Stielansatz rundherum mit dem Daumen ein und entferne somit den Stiel samt den Kernen. Den Paprika klopfe ich leicht mit der Öffnung auf die Hand, damit auch alle Kerne herausfallen. Die weißen Scheidewände kann man ganz leicht durch die Öffnung mit der Hand herausreißen. Viele machen das auch so, dass sie oben einen Deckel abschneiden und diesen wieder nach dem Füllen draufsetzen und mitkochen. Das kann man natürlich auch machen, wenn man es viel hübscher findet, wenn der Stiel noch dran ist. Um die Paprika später zu verschließen, schneide ich die restliche Tomate in dünne Scheiben. Um etwas Säure reinzubringen, mische ich zur Füllung noch etwa 1 Esslöffel Granatapfelsirup hinein. Hier könnte man natürlich auch den Saft von etwa einer halben Zitrone nehmen. Dann kann man auch gleich loslegen mit dem Füllen. Die Paprika sollte auf keinen Fall komplett randvoll gefüllt werden, sondern maximal zu 3/4, da der Reis ja noch aufquillt.
Zum Kochen rühre ich das Paprikamark sowie das Salz ins heiße Wasser und gieße die Paprika zu 3/4 mit dem Wasser auf. Um es noch aromatischer zu machen, könnte man auch das Paprikamark zunächst in etwas Olivenöl schön anbraten und danach mit dem Wasser mischen. So entfaltet sich der Geschmack etwas besser. Das Wasser lasse ich aufkochen und lasse anschließend die Paprika bei mittlerer Hitze ca. 30 bis 35 Minuten kochen, bis der Reis gar ist und das Wasserfass verdampft. Falls das Wasser nicht ausreichen sollte und der Reis immer noch nicht gar ist, kann man nochmal etwas Wasser aufgießen. Und so sehen die gefüllten Paprika nach dem Kochen aus. Die gefüllten Paprika könnt ihr dann nach Wunsch mit etwas Joghurt, Tzatziki oder mit einem einfachen Salat servieren. Passt wirklich alles sehr gut dazu. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und melde mich nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Tschüss!